Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Heute wird es mega spannend, denn wenn du dich für Lidschatten interessierst, die High-End-Qualität haben, und zwar krasse High-End-Qualität für einen Drogeriepreis, dann schau unbedingt dieses Video bis zum Schluss. Ich habe heute zwei Looks für euch mit einer krassen Lidschattenpalette und ihr könnt auch so einen haben. Und ich bin verliebt, ich bin sprachlos gewesen bei diesen Ergebnissen und es geht heute um eine noch ziemlich unbekannte Marke und zwar um Twicy. Twicy ist ein deutsches Familienunternehmen, was auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ihre Produkte zu testen. Und ihr wisst, ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten, die mich noch wieder so richtig flashen können und mich überraschen können vor allem. Die Produkte von Twicy sind vegan, tierversuchsfrei und werden in der EU hergestellt. Und wie gesagt, es ist ein kleines Familienunternehmen und ich liebe es, Firmen zu unterstützen, die eine Vision haben, die einen Traum haben. Ich habe selber eine Vision und einen Traum und ich weiß, wie wichtig das ist, dass man Support bekommt. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Twicy. Ich möchte da auf jeden Fall auch transparent mit euch sein. Und alles, was ich in diesem Video sage, ist meine Meinung. Nichts davon ist gekauft. Ich darf hier sagen, was ich möchte. Und ihr wisst, dass ich meine Kooperationspartner sehr sorgsam auswähle. Ihr seht eigentlich fast nie Werbung bei mir und das hat halt auch einfach einen bestimmten Grund. Ich möchte da einfach euch nur das zeigen, was ich denke, was auch wirklich hilfreich für euch ist. Twicy hat Lidschatten und die Palette sieht von außen so aus. Ich werde da gleich nochmal genau drauf eingehen, aber ihr bekommt auch Gesichtsprodukte, nämlich Blush, Highlighter und Bronzer von Twicy. Und das Besondere der Marke ist einfach, dass sie wiederverwendbare und recycelbare Verpackungen haben, was natürlich auch sehr umweltschonend ist. Das Konzept ist, dass ihr Produkte, die ihr wirklich wollt, euch kaufen könnt. Die Produkte könnt ihr nämlich einzeln kaufen oder sie euch in Sets zusammen stellen, wie zum Beispiel in einer 16er oder einer 18er Lidschattenpalette oder halt in einem Gesichtsset. Also ihr könnt euch selber eure perfekte Lidschattenpalette zusammenstellen oder wie gesagt auch Produkte einfach einzeln kaufen. Die Produkte können in magnetische Leerpaletten eingekipst werden. Und ich zeige euch jetzt als erstes einmal, welche Produkte ich mir ausgesucht habe. Und zwar durfte ich mir freundlicherweise einmal eine 16er Lidschattenpalette zusammenstellen. Das Ganze kam dann in einer Pappverpackung. Also das Ganze ist Pappe. Und ihr wisst ja, ich liebe das. Innen drinne könnt ihr dieses Inlay reinlegen, was dabei hilft, dass eure Lidschatten halt schön voneinander getrennt sind. Die Lidschatten, wie gesagt, ihr könnt sie alle einzeln bestellen. Sie kommen auch alle einzeln und auf der Website könnt ihr halt konfigurieren, welche ihr da haben wollt und euch das auch schon mal so anschauen, wie das so zusammen wirken wird. Und wenn ihr die dann alle einzeln bekommt und eine Palette mitbestellt, so wie ich habe das, wie gesagt, das 16er Set, dann könnt ihr die alle da so reinsortieren, wie ihr das dann schön findet. Und mit meiner Palette bin ich jetzt am Ende so, so happy gewesen. Ich habe hauptsächlich darauf geachtet, dass ich erstens Lidschatten aussuche, die ich nicht schon 100-fach zu Hause habe und einfach welche, wo ich sage, wow, okay, das ist so ein bisschen out of my comfort zone, aber ich möchte einfach Spaß haben mit Make-up. Ich möchte immer wieder neu inspiriert werden und mit dieser Palette kann ich bestimmt 30 verschiedene Looks schminken. In diesem Video seht ihr jetzt zwei, unter anderem auch den, den ich gerade trage. Und während ich euch mal die Swatches einblende und die ganzen Farbnamen, die ich mir ausgesucht habe, erzähle ich euch ein bisschen was über den Preis, denn ich denke mal, der Gesamtpreis dieser 16er Palette wird wahrscheinlich viele erstmal so ein bisschen schocken, weil es schon teurer ist. Aber wenn ihr euch die Einzelpreise von den Lidschatten anguckt, für vegane, cruelty-free, in der EU gefertigte Lidschatten eines kleinen Unternehmens befinden wir uns in der Preisspanne zwischen Catrice Lidschatten, Einzellidschatten, und wir sind günstiger als L'Oreal Lidschatten. Wir sind also komplett im Drogeriesortiment und das finde ich einfach richtig cool. Twicy bietet 70 Lidschatten insgesamt zur Auswahl, also alle möglichen Finishes, matt, schimmernd, stark pigmentiert, schwächer pigmentiert, für Topper zum Beispiel, Duochromes, Neonfarben, richtig cool. Und ich würde sagen, wir springen in den allerersten Look rein und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Mal wieder ist es Dienstag und mal wieder mache ich mich nur für meine Online-Uni-Vorlesungen zurecht, wo man mich eh nicht sieht. Und wenn man so das erste Mal eine Lidschattenpalette so reindippt, ich finde das immer ein ganz besonderer Moment. Auf meinem Augenlid befindet sich momentan nur meine BB-Cream und mein Puder. Ich habe keine extra Eyeshadow-Base oder so aufgetragen. Alles wie immer,
gleiche Voraussetzungen für alles, was ich teste. Das ist mir sehr wichtig, damit ihr halt auch seht, dass ich konstant alles gleich mache und wie dann die Produkte dementsprechend funktionieren. Und wir starten mit dem Neonton. Das ist der pinke hier. Und für den benutze ich jetzt so einen fluffigen Blenderpinsel und gebe das erstmal hier so auf. Und ein bisschen in meiner Lidfalte auch. Er knallt richtig. Ich gebe das auch noch bis in den Innenwinkel, weil ich auf jeden Fall will, dass man den später noch gut sehen kann. Ich bin dafür jetzt nur einmal reingedippt und das Ergebnis leuchtet auf jeden Fall extrem. Ich benutze jetzt noch so einen sauberen Blenderpinsel, um einfach hier oben so ein bisschen über die Kanten drüber zu gehen, um das alles so ein bisschen weicher zu machen. Oft hält sich Neon ja entweder sehr stark fest oder blendet sich ins Nichts. Und hier ist es auf jeden Fall schon mal so, dass es sich schön ausblenden lässt, ohne harte Kanten. Es verläuft schön, aber es blendet sich nicht weg. Also es ist immer noch ein Neon Pink. Und ein bisschen gehe ich jetzt noch mit dem Neon hier unten entlang, aber nicht zu viel. Ich sehe schon die ganzen Leute, die mir sagen, das sieht aus wie eine Augenentzündung. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, immer so roten, orangenen oder pinken Lidschatten als Augenentzündung zu bezeichnen. Denn man sieht ja, dass ich keine Augenentzündung habe. Total cool. Das bringt doch so die Augen voll zum Leuchten. Der Moment, in dem man sich nicht entscheiden kann, was man machen möchte. Ich benutze den blauen Ton hier mit so einem bisschen fester gebundeneren, aber dennoch ein bisschen fluffigen Pinsel und gebe das jetzt mal außen auf. Ihr wisst ja, blau und lila ist nicht immer so einfach. Ich benutze jetzt halt, wie gesagt, einen Pinsel, der schon echt fluffiger ist. Das heißt, das Pigment ist auf jeden Fall auch noch mal stärker, wenn ihr noch einen festgebundeneren Pinsel benutzen würdet. Ich versuche das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen hier so auszublenden nach vorne. Dass wenn man sie ausblendet und aufträgt, dass sie sogar schon so krass pigmentiert sind. Blaue Lidschatten sich so richtig häufig in so ein matschiges, ungleichmäßiges Grau ausblenden, wenn man sie ausblendet. Jetzt benutze ich noch so einen Pencil Brush, um die Linie hier so ein bisschen nachzuziehen. Ich habe das ja so ein bisschen ausgeblendet und um das einfach nochmal an den Stellen zu intensivieren. Und ich gehe jetzt auch mit dem Blau noch so ein bisschen hier unten entlang. Ich blende jetzt das mit so einem angeschrägten, fluffigen Pinsel ineinander. Dann ziehen wir uns jetzt eine Cut Crease. Ich habe richtig Lust da drauf. Ich finde, das schreit danach, das einfach zu versuchen. Ich benutze das Essence Camouflage Make-up und so einen flachen Pinsel und ziehe mir dann so eine Half Cut Crease. Ich habe das jetzt nur so ganz leicht gemacht. Also ich habe nicht super viel Produkt genommen, um wirklich alles so richtig hell auszuradieren, sondern nur so ein bisschen als Base sozusagen. Und ich weiß gar nicht, welche Farbe ich jetzt nehmen soll. Ich würde sagen, wir gehen in den Schimmerton hier rein, der so pink-kupferfarben ist. Und den setze ich mir so in die Mitte von dem, was ich jetzt ausradiert habe, mit einem flachen Lidschattenpinsel. Unglaublich cremig. Und schaut mal, ich kann auch mit dem Pinsel so eine Cut Crease auch so ein bisschen entlang ziehen. Ich habe vorher auch beim Blau, ich hatte bei keiner Farbe Vorlaut bis jetzt. Ich gehe jetzt in diesen tollen Ton hier rein, dieses mintige, eisige Blau und setze das in meinen Innenwinkel, auch wieder mit einem flachen Pinsel. Jetzt benutzen wir dieses Blaugrün und setzen das hinter das Rot. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich überhaupt das Rot da in die Mitte gegeben habe, wenn man davon jetzt nicht mehr so viel sieht, dass wenn man es jetzt mit diesem Blaugrün verblendet und so, erstmal so ein ganz eigener Ton in der Mitte entsteht. Ich glaube, ihr könnt es noch sehen. Die Reflexe scheinen außerdem immer noch durch von dem Kupfer, was ich total toll finde, weil es natürlich sich mit dem Neon wieder aufgreift, in diesen Ton hier rein. Und da benutze ich jetzt einfach meinen Finger und gebe das Ganze in der Mitte einfach mal auf. Mehr so als Reflex als eigentliche Farbe. Und ich finde, jetzt kommt so alles richtig zusammen. Ich benutze dann nochmal den Pinsel mit dem Blau und verdunkel nochmal die Ecke, bringe das Blau ein bisschen zurück, blende nochmal nach oben. Und zum Highlighten gehe ich dann noch in diesen Ton hier und setze das in meinen Innenwinkel.
Ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ich habe mir jetzt einfach noch Wimpern aufgeklebt. Ich mache das eigentlich ja nur noch super selten in Videos, meistens eher nur für Fotos für Instagram. Und wow, dieser Look hat für mich einfach danach geschrien, dass ich Wimpern aufkleben muss. Ich finde es so unfassbar schön. Dieser Farbverlauf ist der Hammer. Und ich habe übrigens auf dem Auge das jetzt so ausprobiert, ohne eine Cut Crease zu ziehen. Würdet ihr sagen, es macht einen Unterschied? Sieht dieses Auge weniger intensiv aus als dieses hier? Ich finde nicht. Die Remsenreflexe aus allen Farben, die ich verwendet habe, kommen raus. Wunderschön. Ihr seht, ich war wirklich hin und weg und bin es auch immer noch. Also gerade, wie die sich verblenden lassen, wie sie halten, ohne dass man noch so wirklich einen krassen Lidschattenprimer und drunter hat, was ich ja immer lasse tatsächlich, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Ich bin wirklich hin und weg von den Farben. Ich habe übrigens von den 16 Farben 14 verwendet. Ich habe versucht, so viel wie möglich in zwei Looks unterzubringen. Und ich würde sagen, wir swatchen jetzt nochmal die zwei, die ich nicht benutzt habe. Und da haben wir einmal diesen Ton hier. So, so schön. Und einmal diesen Ton hier. Hammer, oder? Also ihr seht es, die fühlen sich so unfassbar cremig an. Ich könnte wahrscheinlich noch mal einen daneben machen. Naja, fast. Bevor wir jetzt aber zum zweiten Look kommen, zu dem, den ich gerade trage, möchte ich noch ein bisschen Kritik äußern. Und zwar zwei Dinge, die ich mir in Zukunft wünschen würde von Twicy. Und zwar einmal 9er Paletten. 16 und 18er sind echt groß. Ich muss sagen, ich mag 16er Paletten gerne. Ich mag auch 12er Paletten gerne. 18 wäre mir persönlich zum Beispiel zu viel. Und 9 ist einfach für mich das Perfekte. Man kann so tolle eine Color Story auswählen mit 9 Lidschatten, mit denen man so viele verschiedene Looks schminken kann. Das würde ich mir wünschen, dass das Twicy Team das umsetzen würde. Und noch eine Sache würde ich mir wünschen, denn gerade weil es ja um dieses nachhaltige, nachfüllbare Konzept geht und man sich natürlich nicht immer aufschreibt, welches Produkt man gekauft hat oder vielleicht auch nicht immer in seinen Bestellungen wieder nachschaut. Ich finde es schade, dass die Namen nicht auf den Lidschatten draufstehen, hinten zum Beispiel, so dass man nicht nachschauen kann, wie die Farbe heißt. Das wäre auch noch so ein kleiner Kritikpunkt. Ich musste das jetzt sehr umständlich alles auf der Seite nochmal raussuchen, wenn ich einen Lidschatten benutzt habe, dass ich weiß, wie der heißt. Ich hatte die zwar in meiner Bestellübersicht, aber das fände ich noch richtig cool, wenn das hinten drauf wäre. Außerdem ist in diesem Video noch eine Verlosung enthalten. Ich freue mich riesig, denn zusammen mit Twicy darf ich 3 Gewinner auswählen. Ihr könnt in den Kommentaren mitmachen. Die Teilnahmebedingungen stehen alle in der Infobox. Bitte sorgfältig lesen. Und zwar 3 Gewinner für jeweils einen 20-Euro-Gutschein für den Twicy-Shop. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Lidschatten in diesem Video gefunden habt, in die ihr euch schockverliebt habt, könntet ihr mit diesem Gutschein natürlich sehr gerne dort einkaufen. Und falls ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, nicht so lange warten wollt oder vielleicht nicht gewinnt, ich werde euch alle Lidschatten aus diesem Video mit Namen und Link in der Infobox verlinken. Das sind Affiliate-Links, also ich verdiene einen kleinen Teil Provision daran. Ich will da ganz transparent mit euch sein, also falls ihr mich unterstützen wollt, es kostet genau gleich viel für euch, wenn ihr über meinen Link einkauft, als wenn ihr selber auf die Seite geht. Falls ihr das nicht möchtet, ist das natürlich auch in Ordnung. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt. Und ich würde sagen, wir hüpfen direkt rein in den zweiten Look dieses Videos. Genau wie beim ersten Look starten wir mit einer fertigen Base und ich verspreche, hätte ich etwas Grünes, würde ich es für euch anziehen. Ich besitze aber leider nichts. Und wir starten mit der Farbe, wo wahrscheinlich jetzt sich jeder schon nach den Swatches gedacht hat. Los, zeig sie uns. Und zwar mit dem Neongrün. Ich meine, es leuchtet einfach so sehr. Und ich benutze jetzt so einen Blenderpinsel einfach dafür und gebe das schon mal in meine Lidfalte ein bisschen auf, ein bisschen über mein Lid. Leute, diese Pigmentierung ist einfach der Hammer. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, ihr seht es ja auch einfach selber. Ich kann euch ja hier auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen, wenn ihr es ja selber sehen könnt. Also diese Farben leuchten einfach bis zum Mond. Es ist so ein richtig schönes Grasgrün, würde ich sagen. Schreit total nach Frühling. Das hat sich auch einfach wieder fantastisch ausblenden lassen. So, so schöne, weiche Kanten. Total toll. Ich benutze jetzt noch so einen fluffigen, angeschrägten Pinsel und gebe den Grünton auch unten entlang. Das sieht so krass aus. Definitiv total out of my comfort zone, diese Farbe. Aber genau das wollte ich einfach erreichen, weil die 100. Palette mir jetzt selbst zusammenzustellen, wie ich sie schon zu Hause habe, hätte ja gar keinen Sinn gehabt.
Dann benutze ich so einen Lidschattenpinsel und gehe in den tollen grünen Schimmerton und setze den auf die Mitte meines Lides. Ich benutze jetzt extra so einen bisschen fluffigeren Lidschattenpinsel als beim ersten Look, wo ich das ja wirklich mit so ganz flachen Lidschattenpinseln richtig aufgepresst habe. Das ist eigentlich auch eine tolle Alternative zum Beispiel zu Fingern oder Applikatoren, wenn ihr so einen ganz, ganz flachen Lidschattenpinsel benutzt. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen fluffigeren benutzt, so wie diesen hier, der zwar auch flach ist, aber fluffig, ist die Pigmentierung ein bisschen schwächer. Ich meine, ihr seht immer noch, die ist mega. Aber ich möchte, dass es so ein bisschen fließender jetzt einfach aussieht und nicht ganz so bäm. Ich möchte euch einfach zeigen, dass ihr mit unterschiedlichen Pinseln unterschiedliche Effekte erzielen könnt, auch wenn ihr eine identische Palette benutzt. Ihr seht jetzt, ich habe diese dunkle Farbe komplett über mein Lid einfach ausgeblendet und die Intensität ist einfach immer noch da. Hammer einfach, total krass. Dann gehe ich in das Grau hier, hier noch so ein bisschen entlang, um das Grün so ein bisschen abzuschwächen und das so ein bisschen zu intensivieren mit der Dunkelheit am unteren Wimpernkranz. Ich finde auch, dass dieses Graubraun eine total besondere Farbe ist. Ich habe ja generell darauf geachtet, dass alle Farben halt irgendwie zusammenpassen und dass sie auch vor allem schöne kühle Töne drin sind, weil ich einfach kühle Looks sehr gerne mag im Moment. Jetzt benutze ich dieses Silbergrau und gebe das in meinen Innenwinkel. Um den Innenwinkel jetzt noch ein bisschen mehr zu betonen, gehe ich noch in den Ton hier rein, benutze dafür einfach einen Applikator und gebe das genau in meinen Innenwinkel. Mein Ton zum Verdunklen wird heute das dunkle Braun hier und das gebe ich dann in meinen Außenwinkel. Und ein bisschen in die Lidfalte ziehe ich das Ganze auch. Jetzt nehme ich einen komplett sauberen Blendepinsel und gehe nochmal hier über die Kanten und ganz zum Abschluss gehe ich jetzt einfach noch mal so ein bisschen mit meinen Finger in das Grün und gebe das hier noch mal so ein bisschen über die Mitte drüber, um alle Farben miteinander zu verschmelzen. Und dann machen wir jetzt noch etwas, was ich super selten mache, was aber eigentlich richtig schön ist. Und zwar gehen wir in das Schwarz, benutzen so einen Eyeliner-Pinsel und ich werde mir jetzt mit dem Lidschatten einen Eyeliner ziehen. Das ist immer ein bisschen softer, als wenn man so einen richtigen Stift-Eyeliner oder auch einen schwarzen Kajalstift benutzt. Und ich finde, das macht immer einen richtig schönen Effekt. Es verdichtet immer noch so ein bisschen den Wimpernkranz. Und Leute, dieses Schwarz ist kein Grau, das ist ein richtiges Schwarz. Und es ist so schwer, ein tiefes, tolles, mattes Schwarz zu finden. Das sieht aus jetzt, als hätte ich mir einen richtigen Eyeliner gezogen. Hammer, oder? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich habe das tatsächlich mit keinem schwarzen Lidschatten je so intensiv und präzise hinbekommen. Ich habe jetzt noch schnell Mascara aufgetragen und ich muss sagen, auch hier, ich bin einfach verliebt. Ich finde auch, dass erstens die Farben wieder mal zeigen, dass sogar ich mit meinen blauen Augen grüne Lidschatten tragen kann und dass ihr mit grünen Augen blaue Lidschatten tragen könnt und alles, was ihr wollt, solange ihr nur für euch die Kombination findet, die Nuance findet, die einfach perfekt zu euch passt. Und ich finde, es sieht einfach mega aus. Und ich kann dazu nichts mehr hinzufügen, außer dass ich finde, dass es absolute High-End-Qualität ist. Zusammenfassend kann ich jetzt sagen, dass es wirklich die besten Lidschatten sind, die ich seit sehr, 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 sehr langem benutzt habe. Vor allem auch Lidschatten, die mich überrascht haben. Ich bin mega begeistert von der Pigmentierung, von der Verblendbarkeit, von der Haltbarkeit und einfach von der Qualität, wie sie sich anfühlen und wie man damit arbeiten kann. Und das Ganze wirklich zu Preisen, die 20 Cent teurer sind als ein Catrice Einzellidschatten, wenn ihr ihn euch kaufen würdet. Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Das Ergebnis spricht für sich. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was der Lieblingslook von euch aus diesem Video war. Dann bedanke ich mich auch bei Tricy für die Zusammenarbeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!